Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von CareEnergy, dem Energiedienstleister der Energiewende. Weitere Informationen auf www.care-energy.de. Leben mit der Energiewende TV, Teil 2 unseres großen China-Specials. Wenn Sie die erste Sendung, die Live-Sendung am Dienstag miterlebt haben, da ging es um einen Sonntagsausflug in Peking. Mein Kameramann Felix Peschko war unterwegs und brachte tolle Ergebnisse zutage. Die Sendung können Sie bei YouTube noch sehen. Heute Teil 2, der große Klau. Sie kennen ja das Klischee, die Chinesen klauen alles. Stimmt das? Aber manchmal stimmt ein Klischee auch. Im Studio wieder dabei Eberhard Sandschneider, Professor Eberhard Sandschneider, Otto Wolf, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es ist zwar kaum denkbar, dass die Zuschauer unsere Sendung nicht gesehen haben, aber für die, Herr Professor Sandschneider, die die erste Sendung nicht miterlebt haben, was macht die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik? Wir sind ein Think Tank, der sich mit allen Fragen deutscher Außenpolitik beschäftigt, sei das bilateral, sei es multilateral und der natürlich auch zu den aktuellen Krisen der Gegenwart, die uns quälen und plagen, immer wieder mal arbeitet. Eine der Aufgaben ist die Beratung der Bundesregierung in außenpolitischen Fragen. Klingt gut, funktioniert praktisch nicht. Weil Politik zu beraten ist ein schweres Geschäft. Meine Erfahrung über die letzten mehr als 10 Jahre heißt, Unternehmern kann man gerne Rat anbieten. Die haben meistens ein Problem und brauchen die Lösung. Politiker suchen sich den Ratgeber so aus, dass er zur Position passt. Das dürfen Sie nicht so nicht sagen, Professor Sandschneider. Sie hätten sagen müssen, wir sind so wahnsinnig wichtig. Nach uns richtet sich die Bundesregierung ihre Politik aus. Also das ist ja völlig ich wollte klar. Sie prominent machen, Herr Professor. Ja, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Nur Prominenz alleine nutzt nichts. Ja, kurz erste Frage. Wir haben wieder tolle Filme. Felix hat wieder tolle Filme gemacht. Klauen die Chinesen wirklich? Selbstverständlich. Wenn es die einzigen wären, würde es der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich auch noch ein Stückchen besser gehen. Wir haben früher auch geklaut. Vor 100 Jahren haben die Deutschen von den Briten geklaut und die Briten von den Deutschen und die Franzosen wieder von den Deutschen. Also so neu ist das Phänomen nicht. In China ist es natürlich eine Quantitätsfrage und eine Frage der Intensität. Und tatsächlich beschweren sich zu Recht alle großen, gerade die technologiegesteuerten deutschen Unternehmen, insbesondere die Mittelständler darüber, dass ihre technologischen Errungenschaften in China außerordentlich gefährdet sind. Es ist ein Teil der globalen Wirtschaft und ein Phänomen, mit dem jedes einzelne Unternehmen für sich umgehen muss. Das Thema Klauen in China oder Chinesen klauen europäische, deutsche, westliche Technologien ist ja nicht neu. Aber Felix, als du in China und auf der Automesse warst, hat dich der Umfang doch irgendwie schockiert. So schockiert, dass du zur Kamera gegriffen hast. Ja, also ich habe gedreht und während des Drehens fiel mir die nächste Geschichte ein. Also ich bin sozusagen nicht mit der Mission dahin gegangen, das zu drehen, dieses Thema zu drehen, sondern ich habe eigentlich was ganz anderes gedreht. Das war Auftragsarbeit und dann habe ich irgendwann meine zweite oder sogar meine Drittkamera genommen und habe meine eigene Speicherkarte reingetan und angefangen, parallel noch mal was anderes zu drehen, nämlich das, mit dem Film ich jetzt hier bin, ne? Ein kurzer Ausschnitt, was wir gleich in voller epischer Länge zu sehen bekommen. Da bin ich wieder. China. Ein großer deutscher Automobilkonzern hat mich hierher geholt, damit ich ihnen einen Film auf der Automesse in Peking drehe. Nichts lieber als das. Schließlich kann ich mich mittlerweile als China erfahren bezeichnen. Heute bin ich das 4. Mal ins Reich der Mitte gereist. Angekommen auf dem Messegelände sieht noch alles sehr unfertig aus. In 3 Tagen soll es hier losgehen. Nach Akkordarbeit riecht es hier jedoch nicht. Immerhin hat China den größten Automarkt der Welt. Auch wenn der zweistellige Wachstumsmarkt vorbei ist. 5,5 Millionen verkaufte Neufahrzeuge in den ersten 3 Monaten 2016. Das kann kein Land toppen. Und
Wenn es nicht die 14. internationale Mobilmesse Pekings wäre, würde ich sagen, die bekommen das Ding gar nicht fertig. In China kommt mir immer alles viel drastischer vor. Ist es das Land der Extreme? Besonders fleißig oder sie schlafen, extrem dreckig oder Hochglanz, alt und neu nebeneinander. Dann treffe ich auf ein vertrautes Gesicht. Oder erinnert es mich nur an eines? Da hat Mercedes sich wohl von den Chinesen inspirieren lassen. Und schließlich ist der Tag der Eröffnung. Ich habe mich natürlich geirrt. Alle Stände glänzen im High-Quality-LED-Panel-Glanz. Nicht jeder ist ausgeschlafen. Heute hat die Messe geöffnet für jedermann. Aber was ich hier gesehen habe, das nach der Werbung. pure-energien.com, Ihr Fachpartner für erneuerbare Energien. Regional im süddeutschen Raum. Pure Energien bietet unabhängige, bedarfsorientierte Beratung. Zertifiziert auf allen gängigen Speichersystemen sowie viele Dienstleistungen rund um die Energiewende. Unser Team berät bedarfsgerecht auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. Weitere Informationen www.pure-energien.com. Sonnenstrom den ganzen Tag nutzen mit E3DC. Das ist Christian. Und das ist seine Familie. Christian möchte sein Haus mit Sonnenenergie versorgen und weitgehend unabhängig vom öffentlichen Stromnetz sein. Mit einem Stromspeicher und einer PV-Anlage will er die Sonne auch nachts nutzen, sodass er 3/4 des Jahres überhaupt keinen Strom kaufen muss. Seine Frau Clarissa hat für die Pläne genau den richtigen Partner gefunden. E3DC und das preisgekrönte Hauskraftwerk. Um maximale Unabhängigkeit zu Hause zu erlangen, müssen 3 wichtige Punkte berücksichtigt werden. Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Mit dem eigenen Hauskraftwerk kein Problem. Eine Photovoltaikanlage produziert mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, den meisten Strom. Der Verbrauch in einem durchschnittlichen Haushalt ist jedoch morgens und abends am höchsten. Mit einem Energiespeicher wird der Sonnenstrom gespeichert und genau dann in den Haushalt abgegeben, wenn er gebraucht wird. Allein durch die Speicherung der Sonnenenergie steigt die Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz von 30% auf bis zu 75%. Und wenn mal weniger Strom gebraucht wird, als die Familie produziert, kann der Strom auch, wie bisher, gewinnbringend ins öffentliche Netz verkauft werden. Machen Sie es wie Christian und Clarissa und machen Sie Ihren Strom den ganzen Tag über verfügbar, egal ob im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, tagsüber oder nachts, zu Hause oder auf der Straße. Die intelligenteste Lösung, seit es Solarstrom gibt. Jetzt informieren unter www.e3dc.com. E3DC. Sonnenstrom den ganzen Tag. Der große Klau ist unser Thema, die Automesse in Peking. Herr Professor Sandschneider, das ist, glaube ich, für die Chinesen die maximale Show, die man ihnen bieten kann. Selbstverständlich. Auto ist ein Prestigeprodukt, ein Luxusgut sicherlich noch. Die Städte sind voll von Autos. Autos, auch moderne, große, teure Autos zu haben, ist ein Nachweis, dass man es geschafft hat, zu etwas gebracht hat. Entsprechend groß ist natürlich die Nachfrage nach dem neuesten Schrei. Das ist in China tatsächlich nicht ganz so unterschiedlich im Vergleich zu Europa. Jeder will das Neueste und Beste haben. Auf diesen Messen wird es gezeigt, da geht man hin. Warum sind die Chinesen, die eigentlich ja kulturell ganz anders wie wir sind, warum ist das als globales Phänomen, diese Autoverrücktheit, warum zieht es sich komplett durch die Kulturen? Na schauen Sie, wenn Sie
heute in einem Alter sind, wo Sie vielleicht sogar noch die Kulturrevolution erinnern, dann sehen Sie den Kontrast und erleben am eigenen Leib in China, was der Aufstieg dieses Landes bedeutet. Die Leute sind damals Fahrrad gefahren. Ich selbst kenne Peking noch mit Millionen von Fahrrädern. 1 Million Bicycles in Beijing heißt ein Lied. Ich selbst bin da mitgefahren. Als Ausländer ist man immer etwas komisch angeschaut worden, aber man ist geschwommen wie ein Fisch in einem großen Strom, der auch nach links und rechts nicht ausweichen konnte. Autos gab es eigentlich nur für hohe Kader. Heute kann sich eigentlich fast jeder in China, der halbwegs teilhat an der wirtschaftlichen Entwicklung, ein Auto leisten. Und das gehört mittlerweile zum Lebensstandard dazu, wie bei uns auch. Felix, wir haben immer den Film gemacht, Massenmotorisierung in China, und haben eigentlich festgestellt, die chinesischen Städte halten dieses Verkehrschaos gar nicht aus, weil die Städte gar nicht dafür gebaut und konzipiert sind, solchen Verkehr aufzuhalten, oder? Also das ist dafür, dass immer noch so ein großer Anstieg an Autos ist, habe ich eigentlich mit Schlimmerem gerechnet. Ich war eigentlich erstaunt, dass es doch relativ gut vorangeht. Ich habe so den Eindruck, als wenn auch doch viele wieder auf Zweiradmotorisierung wieder zurückgegangen sind. Und die ist eigentlich in China schätzungsweise so zu 85-90% auf Elektro umgebaut. Dann gibt es noch diese Dreirad-Vehikel, wo man hinten noch viel Kram draufpacken kann. Das entlastet ordentlich den Verkehr, das merkt man. Und es macht auch total Sinn, dass die Leute wieder auf diese Zweiräder zurückgehen, weil die eine eigene Spur haben, die mindestens so breit ist wie eine Autostraße. Und da geht es sehr, sehr viel schneller die Straßen runter, als wenn man mit dem Auto fährt. Der Film Massenmotorisierung in China, den wir damals gedreht haben, Felix und ich, ist heute noch bei Dreisat in der Mediathek empfangbar. Kann sich noch erinnern, in Shanghai war die Verkehrssituation viel entspannter als in Peking. Das stimmt, ja. In Peking ist auch vor allen Dingen das Abgasproblem viel schlimmer, fand ich. Und das ist nach wie vor eine Katastrophe. Ich fand, es ist ruhiger geworden. Dieser massive Lärm ist etwas runtergegangen, oder ich habe es von damals viel schlimmer in Erinnerung. Aber das ist ja auch wieder das Thema, dass die Zweiräder mit ihren Zweitaktern oder was auch immer da rumgerattert ist, dass das jetzt auf Elektro ist. Das ist ein großer, großer Teil, der jetzt runtergegangen ist. Aber der Gestank ist, ich kenne sowas aus Europa nicht, der ist gigantisch. Und wenn man abends ins Taschentuch rotzt, dann ist nicht nur der Gestank gigantisch, sondern auch der Dreck. Herr Professor Einstein, Shanghai hat von Anfang an ganz andere Verkehrskonzepte gehabt als China. Deshalb ist der Verkehrsinfarkt dort im Wesentlichen eigentlich ausgeblieben. Ja, das kann man so sagen. Also Peking vor 40 Jahren hatte das ganze Ringsystem nicht. Dann wurde um die Innenstadt herum ein erster Ring gebaut. Das war schon phänomenal. Dann kam ein zweiter dazu. Heute sind wir beim 5. Ring und die Planung für den 6. läuft. Das zeigt auch, wie diese Stadt sich ausgedehnt hat, verkehrstechnisch. Und trotzdem ist viel stehender Verkehr. Alles, was Sie beschreiben an Gestank, kommt eigentlich nicht von fahrenden Autos, sondern von stehenden Autos, die bei laufendem Motor irgendwo im Stau rumstehen. Das hat auch ganz praktische Bedeutung. Wer heute nach Peking kommt, um Termine zu machen, der kann froh sein, wenn er 3 schafft. Vor einigen Jahren konnte man 4 oder 5 Termine machen. Heute schafft man das nicht mehr, weil man die Wartezeit im Stau einkalkulieren muss und von einem Ort zum nächsten bedeutet gelegentlich 2 Stunden auf einem dieser 5 Ringe zu stehen. Shanghai hat es ein bisschen besser gemacht, wobei ein bisschen natürlich sehr relativ ist. Wenn man im Bereich der Shanghaier Innenstadt, auch in der Nähe der Altstadt fährt, sind die Straßen noch eng. Sie sind halt zu Kolonialzeiten gebaut worden. Und auch dort ist es mit dem Verkehr dann nicht so einfach. Das muss man dazu sagen, die Chinesen, nicht nur der Umstieg oder der erneute Umstieg auf Zweiräder, ist ein Punkt, die chinesische Regierung versucht natürlich auch einzugreifen, indem sie ihnen beispielsweise verbietet, mit geraden Nummern auf ihrem Nummernschild an geraden Wochentagen zu fahren oder umgekehrt. Also müssen sie mindestens entweder 2 Autos haben, das ist gut für den Umsatz der Automobilfirmen, oder wenn sie etwas geschickter sind, 2 Nummernschilder. In der letzten Sendung, ein Sonntagsausflug in Peking, haben wir auch gesehen, dass die Stadt nach außen wächst. Sie haben ja gerade gesagt, der 6. Ring wird gebaut. Das ist ja keine gute Entwicklung, weil im Grunde genommen man natürlich immer mehr Verkehr produziert, der raus muss und der wieder rein muss in die Stadt.
sind mehrfache Beziehungen ein großes Problem. Urbanisierung ist eines der großen Herausforderungsthemen für die chinesische Regierung. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ein Land generell, jetzt nicht nur in den Städten, das über 25% der Weltbevölkerung verfügt, aber nur 7% der landwirtschaftlichen Anbaufläche hat. Die Ernährung dieser riesigen chinesischen Bevölkerung wird in dem Maße immer mehr zu einem Problem, wie von Jahr zu Jahr Tausende von Quadratkilometern versiegelt werden. Einerseits durch Straßenbau, andererseits natürlich auch durch Wohnungsbau. Also insofern ist das Wachstum der Städte eine gewaltige Herausforderung. Und schauen Sie, Städte wie Shanghai sind heute letztendlich schon vom Import von Trinkwasser abhängig. Da zeigt sich, wie groß die Probleme in Zukunft sein werden. Felix, kann sich noch erinnern, als wir versucht haben, nach Peking reinzufahren, ja, am äußeren Ring versucht haben, in die öffentlichen Verkehrsmittel zu kommen, um irgendwo noch zum Flughafen zu kommen, da sind wir ja fast gescheitert. Ja, wo mir mein Objektiv noch aus dem Rucksack gefallen ist, das weiß ich sehr gut. Ja, ich habe das dieses Mal dieser Woche, war ein bisschen mehr als eine Woche, habe ich genau 2 Taxifahrten gemacht. Und zwar vom Flughafen zum Hotel und vom Hotel zum Flughafen. Und den Rest habe ich kein einziges Auto oder irgendein Individualverkehrsmittel betreten. Ich bin ausschließlich nur mit der Bahn gefahren. Und da sind die Zeiten wirklich sehr, sehr kalkulierbar. Mhm. Also Umstiege, das funktioniert alles reibungslos. Es gibt die These, wenn man in der Welt ein Einkommen von $1,000 hat, werden Autos gekauft. Das scheint tatsächlich so zu sein, ein Jahreseinkommen von $1,000. Die Automesse in Peking ist wahrscheinlich die größte Automobilmesse der Welt und das wahrscheinlich auch mit dem größten Interesse auf der ganzen Welt. Und was Felix dort erlebt hat, das sehen Sie jetzt. Mir fällt gleich diese Frau auf, die mich eher an eine Kindergärtnerin oder eine Waldorflehrerin erinnert. Sie könnte Malunterricht geben. Sie interessiert sich für dieses Auto. Ah, und für Motoren natürlich auch. Im nächsten Wagen ist die Mittelkonsole von Interesse. Liegt das an der Marke? Ich gehe zum bayerischen Motorenkonkurrenten in der gleichen Halle. Auch hier sieht es nicht nach Bayern aus, bis auf die Produkte. BMWs Herzstücke, ihre Motoren, was natürlich mit offenen Augen entgegengenommen wird. Ich möchte jemanden fragen, ob das mit rechten Dingen zugeht. Schließlich werden hier in atemberaubendem Tempo all unsere tollen Ideen und Innovationen auf chinesische Speicherkarten gepresst. Die Beratungsgespräche finden unter Chinesen statt. Englisch spricht hier keiner. Ich habe noch nie so interessierte Frauen für Heckklappen gesehen. Das asiatische Lächeln erscheint mir eiskalt. Dieser Mann kann nicht genug von den Schaltwippen des BMWs bekommen. Moment, dieses Logo ist doch auch geklaut, oder? Eine Halle nebenan sehe ich das Original. Das Logo eines chinesischen Herstellers erinnert mich stark daran. Schon eine Frechheit. Wer schreibt denn hier wo ab? What is your inspiration? If many factories in China, they want to improve their technology, many of us want to learn from your great country Germany. Okay, thank you. Aha. Deshalb sieht der Biag aus wie eine G-Klasse von Mercedes. Mercedes hatte 1979 diesen Geländewagen erstmals gebaut. Der heute immer noch im Programm des Schwaben ab 90.000 Euro erhältlich ist. Da juckt es dem Chinesen schnell unter dem Kopierdaumen. Auch Mercedes zeigt gerne seine AMG-Motoren. Mittlerweile dämmert mir, warum diese Messe so gut besucht ist. Ja.
Professionell angelegte Listen werden minutiös ausgefüllt. Besonders im Innenraum ist das Interesse bei europäischen Fahrzeugen groß. Freundliche Beratung findet von Landsleuten statt. Wenn so en Detail fotografiert wird, sehen dann die chinesischen Autos bald aus wie ein Mercedes? Sogar der Außenspiegel ist zum Verwechseln ähnlich. Der Unterschied: eine Kopie muss nicht mehr kopiert werden. Das Interesse ist verhalten. Waren das also am Anfang bei Volkswagen bloß Kopierer und keine interessierten Waldorf-Kindergärtnerinnen? Das wäre ja die größte Lügengeschichte auf langen Beinen, die ich je gedreht habe. An dieser charmanten Ecke verlasse ich die Halle, wieder zum Volkswagen-Stand. Recht unauffällig wird hier unter den Lack gesehen. Auch hier scheint die Dreistigkeit nicht ins Auge zu fallen. Das erste Schuldgefühl löse ich bei dieser Dame aus. Erneutes Ansetzen meiner Kamera lässt sie stutzig werden. You copy the car. That's the same. Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Oder habe ich das alles nicht verstanden? Wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen sehen würde, ich würde es nicht glauben. Man mag mir einseitige Berichterstattung vorwerfen. Man kann ja so filmen, dass man einfach nur die Kopierer filmt und die netten Familien weglässt. Aber bei meiner Ehre als Kameramann, das habe ich heute nicht getan. Ich bin selber einigermaßen geschockt, aber so ist es. Das kann er bezeugen. Oder? Frauen über Motorhauben, soweit das Auge reicht. Und dann entdecke ich einen Europäer. Lars Johansen. Er lebt in China, arbeitet bei Volvo. 2010 kaufte Geely die schwedische Premium-Marke zu 100%. Johansen ist Manager im Electric Drive-Segment. The most of the companies are very open to show all the stuff they have. Is it the right way to show it or would it be better to hide it? Personally, I'm of the opinion that it doesn't mean so much. Meine persönliche Meinung ist, dass es gar nicht so viel zu bedeuten hat, was hier gezeigt wird und was nicht. Sie kaufen die Autos schlichtweg. Ich kenne chinesische Konzerne, die das tun. Sie kaufen zwei Autos, zerlegen sie in 1000 Teile. Sie können das gar nicht aufhalten. Wenn sie versuchen, Technologie zu verbergen, ich glaube, das hat keinen großen Einfluss. Vielleicht hat Johansen recht und ich denke zu engstirnig. Aber nicht alle sind so großzügig mit ihrem Know-how. Rolls-Royce distanziert sich dem Zuschauer und lässt nur ausgewählte Gäste ran. Ferrari lenkt mit lustigen Cartoons die Kopierer ab. Auch Lamborghini ist da vorsichtiger. Die China-Karren im Protz-Design stehen hingegen offen da. Interessieren tut das aber kaum jemanden. Ich habe bisher noch überhaupt keine Familien oder Menschen gesehen, die Kaufabsicht haben von Autos. Hier sind einfach nur Kopierer. Die kopieren alles, vor allen Dingen technische Details. Vielleicht sollten wir einfach den Chinesen die Pläne geben, dann können sie sie kopieren. Dann können wir uns nämlich die Millionen für diese teuren Stände einfach sparen. Denn kopieren werden sie uns sowieso.
Ich habe heute viel gesehen und erkannt. Eine Frage bleibt mir offen. Wer beauftragt all diese tausenden Chinesen? Weder mein kühles Bier noch diese schöne Bedienung wird mir darauf Antwort geben können. Ein wirklich toller Film von Felix, toll gemacht, super Felix, ganz toll. Es stellen sich die Fragen, die Felix sich zum Schluss gestellt hat und Sie haben bestimmt auch den gleichen Gedanken, den ich hatte während des Films. Schön doof von uns, oder? Diese Autos hinzustellen, Herr Professor. Tja, wir wollen sie halt dahin verkaufen, aber in dem Augenblick, das sind natürlich beeindruckende Bilder, aber in dem Augenblick, wo die Autos auf der Autoausstellung stehen, ist das, was das eigentliche Kopieren angeht, wahrscheinlich schon durch. Das passiert während der Produktion. Das sind wahrscheinlich tatsächlich interessierte, detailtechnologieverliebte Autoliebhaber. Das eigentliche Problem des Technologieabflusses findet vorher statt. Und der Wettbewerb ist eigentlich gar nicht mehr um das, was unsere Autohersteller in den jetzt präsentierten Modellen auf den Markt bringen, sondern was sie noch zu Hause in der Schublade haben. Und erst im nächsten oder im übernächsten Jahr produktionsreif haben an technologischem Fortschritt. Da wird die Lücke zu China immer kleiner, immer schmaler. Das ist die große Wettbewerbsherausforderung. Aber das, was draußen auf dem Markt ist, der Hinweis ist völlig richtig. Man kauft sich ein Auto zerlegtes, baut es in Einzelteilen nach und die Technologie ist da. Naja gut, günstiger geht es ja nicht als da auf der Automesse, weil da habe ich alle vorhanden, 20, 30 Marken, brauche ich mir nicht 20, 30 Autos zu kaufen. Das ist eigentlich ein super Service, den die westliche Automobilindustrie dort liefert. Ja, der Wille zum Verkauf hat tatsächlich seinen Preis, ist so. Aber schauen Sie, keine Autos mehr nach Peking zu stellen, weil dort kopiert wird, ist nun auch keine Option, wenn die Absatzzahlen so sind, wie Sie anfangs gesagt haben, 5,5 Millionen allein im ersten Quartal. Schauen Sie sich mal an, mit wie stolz geschwellter Brust deutsche Autobauer hierzulande davon reden, was der chinesische Markt mittlerweile für ihren Umsatz und damit auch für Arbeitsplätze hier bedeutet. Wo ist die Alternative? Wir sitzen in einer selbstgebauten Falle. Kann man sagen, ja, wir wollen die Autos verkaufen, aber Felix, darüber haben wir auch gesprochen, wenn man Autos hinstellt, muss man aufgeschnittene Motorblöcke dann hinstellen? Also das ist eigentlich tatsächlich wirklich was, wo ich sagen würde, schön blöd. Ich hab mit einem von Mercedes geredet, von dem Stand, der aber, als ich nur ansetzte, die Kamera in die Hand nahm und nur fragen wollte, würden Sie mir das, hat er sich umgedreht, hatte gesagt, niemals, niemals würde er das vor der Kamera sagen. Er meinte, eigentlich gar nichts Spektakuläres, aber er meinte halt, dass es eigentlich immer Katz und Maus ist. Also Sie sind jetzt auf dem Stand, wo die Chinesen kopieren. Die werden zur nächsten Messe, werden sie nicht auf dem gleichen Stand sein. Dann wird es so sein, dieses ganze Zeug muss ja ausgewertet werden. Dann wird es so sein, dass sie irgendwann auf dem Stand sind. Und wenn die nächste Messe ist, hat aber Mercedes schon wieder das nächste. Und er sagte, die können gar nicht so schnell hinterher bauen, wie wir schon wieder unsere neuen Technologien haben. Aber es ist natürlich so, dass diese Forschung und Entwicklungsarbeit sich die Chinesen damit einfach sparen. Es gibt ja nicht immer alle 3 Jahre ein neues Auto. Also der Modellwechsel ist ja nicht, mit der Messe kommt ja nicht sofort die nächste Generation. Sollte eigentlich so sein, dass immer, das ist dann das Highlight-Modell, also jeder Autokonzern stellt immer ein besonderes Auto dar, aber es ist schon richtig, nicht von jedem Modell gibt es dann wieder, von der C-Klasse, von der E-Klasse gibt es jetzt nicht jedes Mal ein neues Modell. Aber es gibt immer ein Highlight-Modell, was ist mittlerweile bei allen Konzernen gleich. Das steht in der Mitte, das dreht sich meistens, da wird besonders viel fotografiert. Und diese Highlight-Modelle sind für die Chinesen am interessantesten, weil es das Highlight-Modell ist. Und das ist eigentlich das Schöne, zu sehen, dass Chinesen auch nicht selber entscheiden, was sie kopieren,
sondern wenn ein Autokonzern sagt, das ist unser Highlight-Modell, wird das am meisten unter die Lupe genommen, weil es ja das Highlight-Modell ist. Weil der Vorstand von Mercedes, Volkswagen, Audi, wie auch immer, gesagt hat, das ist unser Highlight. Ist ein aufgeschnittener Motorblock nicht too much? Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie groß die Kenntnis über das Innenleben eines Motorblocks schon ist, bevor er aufgeschnitten auf einer Automesse in Peking erscheint. Das Wissen ist alles da. Es wäre eine spannende Frage, das lässt sich aber aus den Bildern nicht wirklich herauslesen. Sind das wirklich nur technisch begeisterte Freaks und Fans, die sich für jedes Einzelteil ihres Autos so interessieren, wie wir es in Deutschland wahrscheinlich nie tun würden? Oder sind das Leute, die versuchen, Informationen zu verkaufen oder gar im Auftrag ihrer Firmen mit ganz konkreten Such- und Rechercheaufträgen unterwegs sind? Das wollte ich gerade sagen, die sehen eigentlich total alle nach Professionals aus, also auch mit diesen Listen und wie die das abfotografiert haben. Man kennt ja bei uns diese Train-Spotter oder diese Airport-Spotter, das sind ja auch so ganz andere Leute, das sind ja auch gestandene Personen. Diese Frauen sind keine Freaks, die Autoliebhaber sind, sondern die sahen schon sehr kommerziell aus. Da geht es auch ganz klar um Funktionalität. Also es wird geguckt, wie öffnen sich die Klappen der Lüftung? Sind das irgendwelche Zahnräder, die ineinander greifen oder? Es wird geguckt, passt die Flasche in die Türverkleidung rein? Dann wird ausgemessen. Ich habe eine Liste hab ich gesehen, die konnte ich leider nicht mehr filmen, weil die natürlich auch immer gemerkt haben, dass ich nicht, erstens bin ich kein Chinese und ich habe nicht die, Ich habe manchmal, wenn die mich anguckten und dachten, so geguckt hatten, was macht der denn jetzt, habe ich auch angefangen, irgendwelche Lüftungsschächte zu filmen. Natürlich totaler Quatsch. Und dann habe ich wieder auf die gehalten oder auf deren Liste. Also der eine, der hatte eine Liste, wo jedes Teil aus dem Innenraum als eine Skizze drauf war. Also zum Beispiel der Sitz. Der Fahrersitz von der Seite aufgezeichnet. Und dann hat er nur noch die Position eingezeichnet, wo ist der Schalter für die Sitzheizung, wie groß ist das Rad zum Verstellen oder, wo ist der Airbag eingezeichnet. Und dann wird da eingezeichnet. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass die haben jetzt auch schon Erfahrung damit, mit Abkupfern. Früher sind die wahrscheinlich mit einer Flut von Fotos nach Hause gekommen. Dann hat der Chef gesagt, aha, was ist denn das für eine Mittelkonsole? Und dann wussten die das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ob das nun der Passat, der Golf oder was auch immer ist. Volkswagen hatte da, was weiß ich, 20, 25 Autos stehen. Hinterher weiß man ja gar nicht mehr, was man da alles fotografiert hat. Und teilweise treten sie zu zweit auf. Das ist bei dem Mann, der diese Schaltwippen von dem BMW fotografiert hat. Der eine macht Fotos, gibt Maße durch, der andere schreibt nur Protokoll. Da würden wir sagen, Herr Professor, schamlos. Haben die kein Schamgefühl? Nein, nicht in dem Sinne, wie wir es haben. Schauen Sie, für uns ist Innovation etwas Schützenswürdiges, etwas sehr Individuelles, etwas, was man erreicht hat und was man bitteschön nicht stehlen sollte. In China ist das traditionelle Bildungs- und auch Schönheitsideal eines, das danach strebt, den größten Meistern möglichst nahe zu kommen. Man will nicht übertreffen, sondern man will möglichst imitativ nahe kommen. Was Innovationsschritte übrigens nicht ausschließt, man kann dieses Prinzip vielleicht imitative Innovation oder man kann es auch umdrehen, innovative Imitation, na helfen Sie mir mal mit umdrehen, Mensch. Ist egal. Auf jeden Fall, nachzuahmen ist kein Verbrechen im chinesischen Kontext, obwohl es mittlerweile auch Gesetze gibt, geistiges Eigentum zu schützen. Die sind genauso streng wie bei uns. Die werden in China aber erst dann zur Anwendung gebracht, wenn es nicht um Ausländer, sondern um chinesische Unternehmen geht. Insofern hat sich die Situation insgesamt tatsächlich etwas verbessert, aber sie ist längst noch nicht da, wo wir sie nach deutschen oder europäischen Standards gerne hätten. Also das Ding kann nicht schlimmer sein. Das geht gar nicht. Also ich habe es ja in meine Kamera gesagt, es waren alle Hallen an diesem einen Tag, alle Hallen nur mit Kopierern voll. Naja, und jetzt haben Sie natürlich nur Autos auf einer Automobilausstellung.
betrachten können, weil es vor ihrer Kamera war. Dasselbe gilt für Maschinenbau, für Werkzeugbau, für jedes andere, für den Flugzeugbau, für jedes andere Hochtechnologieprodukt, das unsere berühmten Hidden Champions in ihrem Portfolio haben, ist auf diese Art und Weise gefährdet. Ob die jetzt vor einem Auto stehen und Luftschächte oder Schaltwippen kopieren oder ob sie es im Internet tun und ganze Firmendesigns kopieren, der Unterschied ist für den Betroffenen, für das betroffene Unternehmen hier bei uns relativ marginal. Das ist ein großes Problem, insbesondere wenn Sie ein relativ kleiner Mittelständler sind. Die großen Firmen können das vielleicht noch ertragen, aber wenn Sie mit Ihrer Technologie letztendlich das Überleben Ihres Unternehmens sichern, dann ist das unmittelbar existenzbedrohend. Und dagegen gibt es eigentlich nur einen einzigen Schutz. Das klingt fürchterlich schlau, ist extrem schwer umzusetzen. Jedes Unternehmen muss sich selbst davor schützen, einen generellen Schutz, ein Verlassen auf Gesetze, wie man das bei uns machen würde, gibt es im chinesischen Kontext nicht. Und das Schlimme ist natürlich, dass nicht nur der chinesische Markt gefährdet wird für unsere Unternehmen, sondern die chinesischen Konkurrenten, die abkupfern, uns auf unseren eigenen Märkten und auf Drittmärkten Konkurrenz machen. Also wer da nicht aufpasst, das wird viel Geld kosten für die einzelnen Mittelständler, der riskiert Kopf und Kragen. Das passt genau zu der Frage, die ich gerade stellen wollte. Felix, kannst du dich noch erinnern, für Dreisat haben wir das Stück gemacht, auch Know-how-Klau. Hm. Da haben wir eine in der Friedrichstraße eine internationale Anwaltskanzlei interviewt zum Thema Klau von Produkten, Produktmustern und so weiter. Und der hat gesagt, gerade das fand ich so gut, weil Sie mittelständische Betriebe angesprochen haben, der hat gesagt, Mittelständlern können wir nur raten, geht nicht nach China. Nutzt ihnen nichts, die Chinesen kommen trotzdem. Sie kommen übers Internet, sie kopieren manchmal ganze Firmendesigns. Also zu sagen, ich gehe nicht auf den chinesischen Markt. Ich kenne einen spezifischen Fall eines Unternehmens, wo der Unternehmer plötzlich feststellt, als er dann auf den chinesischen Markt wollte, war sein gesamtes Branding unter chinesischem Copyright geschützt von einem chinesischen Raubkopierer. Und der Anwalt, der ihn beraten hat, konnte ihm nur sagen, bloß nicht auf den Markt gehen, du machst dich strafbar. Wenn du ihn anzeigst, wirst du den Prozess verlieren. Das Einzige, was du machen kannst, ihn auszukaufen. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell. Unternehmen, die noch nicht in China sind, von einem chinesischen, nennen wir es mal Hacker oder Computerexperten, ausräubern zu lassen, nur zu warten, bis der kommt. Und dann fließt dann irgendwie schon der Yuan, muss man sagen, nicht der Rubel in dem Fall. Also es gibt keine hundertprozentige Schutzmechanismen. Ich grüße in diesem Zusammenhang übrigens Herrn Fietz aus Hannover, der Schweißraupen hergestellt hat in China und sich wieder zurückgezogen hat. Und Herr Fietz hatte eine ganze Produktion von Schweißraupen in China aufgebaut, um dann festzustellen, dass die gleichen Schweißraupen ein paar Kilometer weiter nochmal aus chinesischer Produktion kommen als Fietz-Raupen. Und er ist dann drauf gekommen, als nach Hannover Motoren von Fietz kamen aus Amerika zur Wartung. Es waren aber nicht seine Motoren, sondern es waren kopierte Motoren, die aus China nach Amerika gegangen sind. Die hatten nämlich keine Seriennummer. Die hatten eine falsche oder keine Seriennummer. Und daran hat er erkannt, es gab keine Seriennummer für diese Motoren. Ansonsten waren es die gleichen. Das ist die größte Frechheit, dass ein Raubkopierer Ihnen Ihr Produkt klaut, auf den Markt bringt und sagt, wenn es Beschwerden gibt, wenden Sie sich bitte an den originellen Hersteller. Wartung macht der Originalhersteller. Doppelter Schaden. Es gab immer wieder Versuche, so etwas wie Urheberrecht, Produktmusterschutz, war ein großes Thema eine Zeit lang, auch in Deutschland, auch in Europa. Und da hat man gesagt, ja, wir haben Abkommen geschlossen. Die sind ja auch alle abgeschlossen worden. Hat es da in irgendeiner Form in der Vergangenheit Fortschritte gegeben? Ja, die hat es schon gegeben. Und zwar nicht so lange das Problem hauptsächlich ein Problem von ausländischen Unternehmen auf dem chinesischen Markt war. Da sind die Chinesen gnadenlos und greifen hin, wo sie hingreifen können. Aber mittlerweile ist es auch für chinesische innovative Firmen ein echtes Problem. Es werden nämlich nicht nur Ausländer beklaut, sondern mittlerweile auch chinesische Technologiefirmen. Und die haben natürlich ihrerseits ein gewaltiges Interesse, dass ihre Technologie geschützt wird. Und in dem Augenblick, oder sagen wir, seit es solche Bemühungen gibt, dass auch Chinesen sich darüber beschweren, dass sie raubkopiert werden, werden die bestehenden Gesetze, die es ja gibt, die nur nicht entsprechend umgesetzt werden, doch etwas strenger ausgeübt, als das vorher der Fall war. Mittlerweile die großen Gerichtsverfahren, was Copyright-Verletzungen angeht, ich glaube, von Seiten der EU gibt es mal gerade noch 300 dieser Fälle im Augenblick. Das heißt, der große Schwung bewegt sich mittlerweile eigentlich auf die Binnenpiraterie von Chinesen zu Chinesen. Das wird helfen, diese Gesetzgebung etwas sauberer zu implementieren. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist keine Garantie, dass es nicht jedes Unternehmen hier bei uns jeden Tag trifft.
Dieses Programm, was Sie gerade sehen, und die Filme haben keinen Copyright. Sie können diese Sendung kopieren, verändern, umschneiden. Meine Kinofilme von Leben mit der Energiewende sind Public Domain 0000. Sie können also alles frei nehmen, verändern, darüber verfügen und kopieren. Einer der wesentlichen Gründe, warum es so ist, warum wir es so gemacht haben, neben der Tatsache, dass wir wollten, dass unsere Sendung und die Filme sich verbreiten, ein wesentlicher Grund, warum wir es auch gemacht haben, ist zu sagen, wenn bei unseren Produkten, unseren Filmen, Sendungen Urheberrechtsverletzungen stattfinden, haben wir gar nicht das Geld und die Kapazität, das überhaupt verfolgen zu können. Das geht ja Mittelständlern eigentlich auch so. Wenn in China mein Produkt kopiert wird, ich habe doch gar nicht das Geld, da in China große Prozesse anzufangen. Das ist eines der großen Probleme. Große Konzerne können sich da behelfen, aber ein Mittelständler ist da relativ schnell an den Grenzen auch seiner finanziellen Möglichkeiten. Das ist die Herausforderung und sich darauf einzustellen, ist gar nicht so einfach. Unser Mittelstand im groben Durchschnitt versucht das zu tun, was auch die Automobilbauer tun. Er versucht, auf technologischen Fortschritt zu setzen, mit seinen eigenen Innovationen schneller zu sein als die Kopierer und dann immer von dieser kleinen Vorsprungsmarge zu leben. Wahrscheinlich gibt es im Augenblick dazu keine gute Alternative, aber es ist natürlich eine gewaltige Hatz, wo nicht sicher ist, wie lange die Hatz gut geht. Das Ganze geht noch viel tiefer. Wir reden jetzt vom Abfotografieren und Abkopieren. Es gibt noch eine andere Dimension. In China ist es ja so, dass die europäischen und die westlichen Unternehmen gezwungen werden, Joint Ventures zu machen. Damit hat man eigentlich den eigenen Kopierfeind schon im Haus. Felix, kannst du dich noch erinnern, als du mal Siemens Manager mit Mobilfunkstandards gefilmt hast und die einfach nur noch total deprimiert und denen war einfach nur noch zum Heulen, weil die wussten, was passiert? Also, es gibt zwei Tiefschläge in meinem Gutglauben, Menschengutglauben leben. Und das war einer, den ich hier in China jetzt auf der Messe gedreht habe. Komischerweise hat mich das wirklich getroffen, weil ich eigentlich, also ich habe ja eigentlich ein gutes Verhältnis zu China und ich mag die Chinesen, ich mag dieses Land. Und wenn das aber mit einer solchen Massivität kommt, dann ist es doch immer ganz schön niederschmetternd. Und das damals mit Siemens, das ist so schlimm gewesen, dass ich manchmal heute noch denke, habe ich mir die Geschichte eigentlich mal ausgedacht oder ist die wirklich so gewesen? Das war wirklich, also da hat sich ja Siemens komplett ausverkauft. Die haben ja die Forschungs- und Entwicklungszentren alle nach China verlagert. Für Mobilfunkstandard war das damals, ja. Und da haben wir eine Halle gedreht, wo Chinesen reingingen und rausgingen, wie sie wollten, hatten jeder einen Tisch und konnten sich aus den Kisten konnten sie sich Telefone holen. Auf den Tisch packen, da hat auch gar nicht jemand gesagt, du nimm mal drei Stück weniger. Konnte man einfach rausnehmen auf den Tisch und dann hatten die da Schraubenzieher und dann haben die auseinandergebaut. Und der von Siemens hat uns da rumgeführt, hatte gesagt, ja und hier und junge Forscher und so. Und ich stand da mit deiner Kollegin, wir standen da und hatten gesagt, die bauen die doch nur auseinander. Nein, das ist alles gut, das ist prima. Das ist ein wichtiger Markt für den Mobilfunk, für die Mobilfunkbranche. Wir wissen ja, was daraus geworden ist bei Siemens. Als dann wir die Kamera weggepackt hatten, er hatte gesagt, Akku her. Hatte den Akku genommen und dann hat er gesagt, so. Freunde, wie es richtig aussieht, ist natürlich anders, ja. Habt ihr schon richtig gesehen. Das war wirklich böse, das Ding. Gut, Siemens hat da 1,5 Milliarden oder was ich investiert, gewaltige Summen. Genau. Und den Markt gibt es ja nun auch schon lange nicht mehr. Kurz danach hat Siemens den Mobilfunkmarkt eingestellt. Joint Venture, der Feind in meinem Bett? Oh, klar. Kommt auf den Vertrag an, aber üblicherweise gibt es solche Knebelklauseln, dass ausländische Firmen, die nach China kommen, ein Joint Venture eingehen, natürlich auch ihre Technologie und ihr technologisches Know-how mitbringen. Mittlerweile hat sich das Ganze allerdings auch weiterentwickelt. Wenn Sie das so als Stufenmodell sehen, muss man ja eigentlich sagen, wir haben China groß gemacht. Es waren ausländische Direktinvestitionen, es war ausländisches Know-how, das diesen unglaublichen Wirtschaftserfolg der letzten 30 Jahre erst möglich gemacht hat. Wir sind hingegangen und haben gedacht, toller Markt für uns. Kann man toll unsere ganzen Produkte verkaufen und dann ging es los. Dann fingen der Technologie-Klau, der Copyright-Klau an. Dann kamen die Joint Ventures, die zum Teil natürlich fast knebelvertragsähnlich sind. Und warum machen europäische Firmen das?
Es ist ein großer Markt. Kann man es sich leisten, auf dem chinesischen Markt zu sein oder nicht? Man muss dahin, die Umsätze machen ein bisschen betriebsblind manchmal, aber man kann sich auch nicht wirklich davor schützen, wie wir eben schon gesagt haben. Und jetzt erleben wir in den letzten Wochen und Monaten den nächsten Schritt. Joint Ventures, das ist schon das Modell von gestern. Heute kommen Direktinvestitionen von chinesischen Investoren in den Kreis der berühmten Hidden Champions im deutschen Mittelstand. In diesen Tagen ist KUKA in aller Munde, aber KUKA ist nur ein Unternehmen. Offensichtlich sind 60 bis 70 der führenden Technologieanbieter im deutschen Mittelstand im Visier chinesischer Investoren, werden früher oder später mit Übernahmeangeboten konfrontiert. Und dann passiert zunächst einmal nur eins. Putzmeister war das erste berühmte Beispiel. Dann steigt ein chinesischer Investor ein. Die Technologie fließt auf diesem Wege auch ins chinesische Mutterland ab. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, ich kenne bis heute, und ich habe oft die Frage gestellt, ich kenne keinen deutschen Mittelständler, der einen chinesischen Investor hat, der unter diesem Investor leiden würde. Diese Investoren kommen, sie wollen Zugang zur Technologie, sie wollen Zugang zum europäischen Markt via Deutschland. Sie suchen sich die Technologieführer und dann investieren sie aber in das Unternehmen. Sie sichern Arbeitsplätze, sie investieren in weitere Zukunftstechnologien. Also im Augenblick einfach nur zu sagen, diese Chinesen klauen, das ist wahrscheinlich, wenn man das im größeren Rückblick in einigen Jahren beobachten wird, eine Durchgangsphase. Klar, sie klauen, sie zerstören damit auch Potenzial. Siemens ist ein wunderbares Beispiel dafür. Aber mittlerweile ändert sich das. Sie werden konstruktive Investoren und bilden somit einen Teil einer globalisierten Wirtschaft ab, die letztendlich dann auch Arbeitsplätzen in Deutschland zugutekommt. Ist das nicht ein bisschen zu positiv gesehen? Habe ich mir fast gedacht. Das war der erste positive Satz über chinesisches Technologieverhalten, dass Sie danach fragen. Also aus folgendem Grund. Also ich habe mir gerade die Investitionsangebote der Chinesen gesehen, auch bei KUKA und diesen ganzen anderen Fällen gibt es ja noch mehrere. Yes. So, und wenn Sie sich die Liste, was die Chinesen anbieten an Kaufpreisen, dann liegen nicht viele Kaufpreise, die über 1 Euro hinweggehen, liegen da nicht vor. Bei Saab war es ja genauso, da sind die ja auch oder wollten die auch mit einsteigen und da war ja auch nicht viel an Geld zu holen. Volvo hat Geely bekommen, wirklich für einen Apfel und ein Ei. Also so richtig viel Geld von chinesischen Investoren zu bekommen, das ist auch nicht so leicht. Also sind da ganz, ganz vorsichtig, naja, da fließen so, nicht die Milliarden mal rüber. Ja, naja, so doof sind sie ja nun nicht. Warum sollen sie mehr bieten, als unbedingt notwendig ist, um in ein Unternehmen einzusteigen? Aber schauen Sie, man muss, auch wenn es jetzt weiter positiv wird, wenn ich mir Unternehmen anschaue, die amerikanische oder von mir aus französische oder britische Investoren haben, denen geht es deutlich dreckiger. Da sind die Angebote zum Teil auch nicht berauschend, aber hinterher entsteht sofort eine Abwicklungsstrategie. Manchmal könnte ich mir vorstellen, dass Opel-Mitarbeiter sich wünschen würden, dass sie einen chinesischen, so wie Volvo, einen chinesischen Investor haben und nicht General Motors, der dem Unternehmen ja relativ arg zugesetzt hat und damit auch beispielsweise den Arbeitsplätzen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auch nicht alles schwarz-weiß. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass Sie nicht ein chinesischer Maulwurf in meiner Sendung hier sind. Ich muss mal gucken, ob die Chinesen die DGAP sponsoren. Nein, nein. Das tun sie nicht. schön wäre es bei der ganzen Geschichte. Die Frage ist natürlich, okay, man kann sagen, ja, so ist es, aber ich empfinde das genauso wie Felix. Ich finde diese Bilder so unverschämt. Das betrifft ja sozusagen auch moralische, persönliche Kategorien, die man bei solchen Sachen empfindet. Jetzt kann man sagen, so what, das ist halt Business. Wir in Europa sind aber mittlerweile gewöhnt, als Bürger, als Unternehmen, dass wir fürchterlich eins auf den Finger kriegen, wenn wir irgendwelche Standards, irgendwelche Rechte verletzen. Da kann man sagen, können wir nicht durchsetzen, haben nicht das Geld. Gibt es noch eine andere Alternative, als zu sagen, müssen wir halt so hinnehmen? Nicht wirklich. Das ist eine der spannendsten Herausforderungen überhaupt, weil das, was da technologisch möglich ist, früher hätte es zum Beispiel keine Digitalkameras gegeben, die hätten Zeichnungen machen müssen. Das ist ein bisschen mühsamer. Mittlerweile gibt es Digitalkameras. Und das lässt sich letztendlich auf diese ganze Frage fortsetzen, wie gehen wir eigentlich mit technologischen Veränderungen um? Schauen Sie, wenn ich Ihnen Technologie klaue, ist ein Ding. Wenn ich Sie zu einem gläsernen Menschen mache und Sie wissen, dass Sie einer sind, dann ist das ja auch ein Eingriff in Ihre Individualrechte, die wir europäisch gerne hochhalten würden. Für mich ist das spannende Verhältnis, und darauf haben wir keine gute Antwort im Augenblick, was macht eigentlich technologischer Wandel möglich
in der Veränderung dessen, was wir als unsere selbstverständlichen, gewachsenen europäischen Werte betrachten. Das gilt für individuelle Freiheitsrechte, das gilt für die Tatsache, dass der Staat gefälligst seine Finger von intimen, privaten, persönlichen Informationen lässt, vom Bankgeheimnis bis sonst wohin. Das gilt natürlich auch für meinen Technologieschutz für das Unternehmen, mit dem ich mich beschäftige. Da sind 1000 neue technologische Möglichkeiten da. Die Politik versucht zu regeln, kommt aber immer mindestens 10 Jahre zu spät. Individuell kann man es eigentlich fast gar nicht mehr regeln. Jeder, der sich noch an die berühmte Volkszählungsdebatte von 1982 erinnert, wo es um Adresse und Straße und Hausnummer ging und um nicht mehr, wer regt sich denn heute noch drüber auf, dass die NSA uns ausspioniert und wahrscheinlich auch diese Sendung heimlich mitschneidet? Das haben Sie jetzt davon. Ja, das sollen Sie auch. Das sollen Sie auch. schön wäre es. Ja, okay, kann man hinnehmen. Aber gibt es irgendwas, was man Unternehmen empfehlen kann? Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das hängt immer an der Branche, es hängt an der Spezifika der Technologie, es hängt an den finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens. Es gibt manchmal ein paar ganz einfache, simple Verhaltensregeln, wie beispielsweise die, dass ein reisender Manager verflixt nochmal seinen Laptop nicht in seinem Hotelzimmer liegen lässt, wenn er von Chinesen abends zum Abendessen eingeladen wird. Dann Informationen abzuziehen, ist die billigste aller Maschen. Und das passiert natürlich. Also man kann manchmal auch mit ganz einfachen, fast analogen, altertümlichen Methoden doch noch ein bisschen was von dem retten. Was aber alles das, was wir ins Internet stellen, was wir ja häufig bereitwillig tun, auch um zu zeigen, wie toll wir sind, ist am Ende gefährlich. Ich glaube, wir müssen alle, auch Unternehmer, das gilt auch für meine Branche, Thinktanks, wir müssen lernen, dass nicht alles, was wir so ins Internet stellen, automatisch da reingestellt werden sollte und wir uns hinterher wundern, dass kein Mensch mehr in der Lage ist, mit uns vernünftig auf einem Markt umzugehen, weil alles kostenlos ist. Eine Frage wollte ich Ihnen noch stellen. Fürchte ich fast. Auf die habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Sie haben mich selber nochmal drauf gebracht, weil Sie gesagt haben, wir haben die Chinesen groß gemacht. Wir sind da reingegangen, wir haben geglaubt, den Markt aufzumachen. Vor Richard Nixon, der dann diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen hat, gab es ja eigentlich das Konzept der Eindämmungspolitik. Zu sagen, komm, wir machen da nichts, wir machen unser eigenes Business, lass die da liegen und unser Geschäft läuft irgendwie. Gibt es manchmal Momente, wo Sie denken, vielleicht war es doch nicht so als Konzept falsch? Solche Konzepte sind immer falsch, weil sie nie funktionieren. Ein Land wie China lässt sich nicht eindämmen. Und das muss man vielleicht einen Augenblick, wir haben ja jetzt sehr spezifisch über die deutsche Perspektive auf China geredet. Wenn Sie diese Perspektive jetzt öffnen und die amerikanische anschauen, dann stellen Sie fest, dass diese Überlegungen im politischen, im sicherheitspolitischen Bereich immer noch existieren. Wenn es um die Debatten ganz aktuell im südchinesischen Meer geht, steckt im amerikanischen Ansatz schon ein Stückchen weit Eindämmung. Und vor einigen Jahren ist diese Frage ganz offen diskutiert worden. Wäre jetzt nicht die Zeit, die Chinesen noch einzudämmen, bevor sie dann nicht mehr eindämmbar sind? Schauen Sie, solche Sanktionierungsmethoden haben eigentlich nie wirklich funktioniert. Und im Falle Chinas warten alle darauf, dass die Amerikaner so doof sind, sich auf diesen Markt zurückzuziehen, damit sie einsteigen können. Das wird nicht funktionieren, das ist ein Stück weit altes Denken. Auch da ist die Technologie wahrscheinlich der entscheidende Faktor. Wir wissen heute über China und die Chinesen über uns zigmal potenziell mehr, als das vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Das sichert nicht immer auch einen vernünftigen Umgang miteinander, aber es ist etwas, was sich nicht umdrehen lässt. Und für einen chinesischen Unternehmer oder den chinesischen Geheimdienst, den chinesischen Staat, was immer, das zu bekommen, was er möchte, wenn er es nicht in Amerika bekommt, bekommt er es sonst wo. Das ist die einfachste aller Übungen. Ist der große Unterschied nicht der, zu sagen, okay, es gibt gute chinesische Mobilfunktelefone, es wird auch irgendwann gute chinesische Autos geben, was die Chinesen nicht schaffen, es gibt keine einzige chinesische Marke, die cool ist? Ach, warten Sie es mal ab. Im Augenblick ist das so. Aber das gilt für, wenn Sie sich die Geschichte von Markenprodukten anschauen, für viele Produkte. Wir sind immer noch sehr auf den amerikanischen Vorreitermarkt konzentriert in Europa, das ist sicherlich so. Aber wenn Sie rein die Quantitäten in Betracht ziehen, dann kann sich das ohne weiteres relativ schnell ändern. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Huawei könnte schon ein solches Beispiel sein. Huawei ist ein Infrastrukturanbieter für Mobiltelefonie. Die wenigsten Leute in Deutschland wissen wahrscheinlich, weil sie Angst haben vor dieser chinesischen Technologie, mit der man ausspioniert werden könnte, die wenigsten wissen, dass sie jedes Mal, wenn sie zum Mobiltelefon greifen, 40% der Technologie, die sie nutzen, ist Huawei-Technologie, die in Deutschland installiert ist.
Nun ist Huawei im Endkundengeschäft und macht das außerordentlich erfolgreich mit Mobiltelefonen, die ohne weiteres auch mit den anderen großen Samsung, Apple in Konkurrenz gehen können. Wir werden uns daran gewöhnen, dass China auf dem Weg ist, zu einem globalen Spieler zu werden. Und wenn ein Land diesen Schritt macht oder eine Wirtschaft diesen Schritt macht, dann ist es letztendlich eine Frage der Zeit, bis auch solche Global Brands entstehen, die man sofort wiedererkennt. Mein Verdacht ist, dass das Huawei P9 vielleicht ein Produkt ist, das da Marktöffner spielen könnte für China. Ein Unternehmen hat das schon geschafft. Kein chinesisches Unternehmen, ein koreanisches Unternehmen, Samsung, war früher für mich eine Billigmarke, die ich haben wollte. Ja. Mittlerweile, wenn ich irgendwo sehe Samsung, denke ich, oh, das ist schon was Besseres. Ist ja auch so. Und so viel kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Das gilt auch für die Huawei-Produkte, die in jeder Beziehung, was die technische Ausstattung und vor allen Dingen auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht ganz ohne Entscheidungswichtigkeit angeht, konkurrenzfähig sind im globalen Kontext. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. China ist nicht mehr nur der Markt, sondern wird in wachsendem Maße auch jetzt durchaus im positiven Sinne zu einem Wettbewerber für uns. Schauen Sie, Walmart und die Billigprodukte, die amerikanische Kunden gerne bei Walmart kaufen, wäre leer ohne die Werkbank China und die Produktion all dieser Dinge, die in China viel billiger ist als in den Vereinigten Staaten. Wir nennen das üblicherweise Globalisierung und übersehen, ich sage es noch einmal, wie diese ganzen technologischen Veränderungen diesen Globalisierungsprozess beschleunigen. Das ist eine mächtige Herausforderung für uns, weil es mit unserem, ja, ich sage mal, immer noch nationalstaatlichen Denken, wie schützen wir die deutsche Wirtschaft, nicht mehr so ohne weiteres zu lösen ist. Dafür eine Lösung zu finden, ist ein spannendes Projekt. In einem ganz anderen Bereich könnte China sogar Vorreiter werden, nämlich in einem Bereich, der bei uns lahmt und in China schon viel besser läuft. Ich meine die Elektromobilität. Nächsten Donnerstag gibt es noch ein China-Special. Felix, du hast Elektromobilität in China beobachtet. Das ist richtig, ich habe sie beobachtet. Wir haben ja zusammen schon mal Massenmotorisierung in China gedreht. 2012. Und da hatten wir ja schon so einen Stand gesehen, der eigentlich gar nicht so schlecht war. Also China hatte was anzubieten, BYD hatte ja ein Modell, mit dem wir tatsächlich 300 Kilometer damals gefahren sind, der E6. Und ich saß da oben an meinem Hotelfenster, guckte runter, sah da unten diese riesen Schlangenautos und hatte mir gedacht, hat sich das eigentlich geändert seitdem? Ist seitdem eigentlich was passiert? Und dann bin ich mal mit der Kamera runtergegangen und hab mir das kleinteilig angeguckt, ja. 2012 sind Felix und ich schon mit einem BYD über 300 Kilometer Elektromobil gefahren. Wie es 2016 aussieht, das sehen Sie nächsten Donnerstag. Herzlichen Dank, Professor Sandschneider. Gerne. Danke, Felix. Das war Leben mit der Energiewende TV heute. Nächsten Dienstag dann wieder live aus Berlin. Dankeschön.